Dieses Video ist unterstützt durch Opera. Ihr sucht einen Browser, der alle Funktionen hat, die ihr irgendwie benötigt? Dann seid ihr bei Opera Browser genau richtig. Der hat zum Beispiel eine integrierte AI-Funktion. Älteste Fußballverein Deutschlands. In dem Sinne. Einen integrierten Adblocker habt ihr übrigens auch, um keine nervigen Werbung mehr zu kriegen. Also, fast keine nervigen, also fast, ja, ist... Ich bin zum Beispiel unterwegs, wie jetzt gerade mit dem Camper, und will mich in einem Public Wi-Fi anmelden, bin mir aber nicht sicher, was mit meinen Daten passiert, weil es ja nicht mal ganz sicher ist. Der Opera Browser hat ein VPN mit drin. Zack, die Bohne und ihr seid geschützt. Easy peasy. Ihr habt mal wieder zu viele Tabs offen? Nunche Probleme. Der Browser sortiert eure Tabs automatisch und über die Seitenleiste seid ihr auch immer über eure aktuellsten Socials am Start. Ich nutze den Browser selbst schon sehr, sehr lange. Für alle, die früher mal meine Streams geschaut haben, ich weiß, das ist lange her mit meinen Streams auf Twitch, die wissen, dass ich ihn wirklich damals auch schon immer benutzt habe. Ihr könnt ihn euch kostenlos runterladen über den Link in der Beschreibung. Und ein kleiner Geheimtipp für die, die immer mal schnell einen Screenshot verschicken wollen. Hier oben rechts auf Screenshot-Funktion. Wählt den Teil aus, den ihr screenshotten wollt. Kopieren und schließen. Und dann geht ihr in den Chat eurer Wahl, fügt es ein und das Bild ist versandbereit. Ohne, dass es eure Festplatte zumüllt. Grandios. Und jetzt viel Spaß mit dem Video vom ältesten Fußballverein in Deutschland. Heute besuchen wir den ältesten Fußballverein in ganz Deutschland. Mach dich raus hier! Und der befindet sich in Berlin-Tempelhof. Let's go! Und das hier ist die Gedenktafel, Freunde. Paul Jestram, der den Verein gegründet hat. Und so sieht er aus, Freunde. Also zumindest ein paar Jahre später. Denn den Verein gründete er mit knackigen 17 jungen Jahren. 1888. Da hat der DFB noch nicht mal in irgendeinem Kopf existiert. Gemeinsam mit seinen zwei Brüdern hatten sie richtig Bock zu kicken und erstellten den ältesten, aktuell noch bestehendsten Fußballverein Deutschlands. BFC 1888 Germania. Das erste Spiel von Germania haben sie übrigens hier gemacht. Das ist das Tempelhofer Feld. Und ihr denkt jetzt, ja, hier war doch früher ein Flughafen. Ja, aber der war damals auch noch nicht da. Heute auch nicht mehr, aber damals eben auch nicht. Kurz nach der Gründung des Vereins traten sie dem BFD bei. Bund Deutscher Fußballspieler. Und direkt gewannen sie dessen erste Meisterschaft 1891. Somit ist dieser Verein quasi auch der erste deutsche Meister in Deutschland. BFC Germania, meine Freunde. Und das hier, das ist Heinz-Dietrich Kraszewski. Der heutige erste Vorsitzende des Vereins und früher sogar Torwart hier. Er leitet den Verein und er gibt sein Bestes, in seiner freien Zeit den Verein wieder zur Bestleistung zurückzubringen. Denn der BFC Germania ist nicht mehr das, was es mal war. Und das liegt nicht unbedingt an Folgendem. Wir haben gerade mit dem Chef hier gesprochen, mit dem wir vorher in Kontakt waren, dass wir hier drehen können. Und er hat uns kurz an die Seite genommen und hat uns gesagt, ihr kriegt jetzt klassischen Kreisklasse, Fußball. Und da dachte ich erstmal, ja geil, dafür sind wir hier. Und hat er uns gesagt, ja, aber nicht heute. What the fuck? Digga, du bist verarscht, du bist verarscht. Gestern Abend wurde der Schiedsrichter rausgenommen für das Spiel. Ich weiß nicht genau warum, wieso, aber anscheinend ist er jetzt kein Schiedsrichter mehr, der heute hätte spielen sollen. Und es ist kein Schiri für das Spiel da. Und das haben die auch gerade eben erst erfahren, es ist jetzt 15 Minuten vor Anpfiff. Die müssen laut Regeln 15 Minuten nach Anpfiff warten, ob ein Schiri noch kommt. Dann dürfen sie quasi gehen. Und das Ding ist, die Männer, die hier jetzt gerade kicken, sich aufwärmen, die wissen noch von gar nichts. Wir sind fast die Einzigen, die das wissen. Alle, die jetzt hier gekommen sind, wissen von nichts. Das heißt, wir vertagen das und wir sehen uns. Ich weiß nicht mal wann, ich schaff's gar nicht mehr zu drehen diese Saison. Oh, leise. Kleiner Spoiler, es wird heute noch zum Spiel kommen. Ja, klassisch Kreisliga. Aber anders als man sich erhofft, würde ich sagen, denn die Mannschaft ist heute nur zu zehnt. Was hat es auf sich, dass zu wenig Spieler sind? Ich sag einfach mal, das ist mangelnde Kameradschaft. Oh, schade drum. Ja, das ist so. Aktuell belegt das Team übrigens den 10. Platz in der Kreisliga B. Das ist die zweittiefste Liga in Berlin. Und wenn man bedenkt, dass die aber mal deutscher Meister waren, ist es irgendwie traurig, dass sie hier in der Kreisliga B rumeiern. Und das sieht auch Heinz-Dieter so. Es ist halt so. Man kann sich noch so viel Mühe machen und Mühe geben, wenn das untereinander nicht passt, dann hat man keine Chance. Das Team und das funktioniert, das Team funktioniert nicht. Ah, okay. Das ist einfach so. Wenn man hier, man ist einfach, der Torwart ist kein Torwart, der wurde heute angerufen, sonst wäre der ja nicht da gewesen. Mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne.
Schade, ja, das ist schade, vor allem wenn es um so viel Tradition und so viel alte Zeit geht. Genau. Ich meine, man sucht ja auch Leute, die das irgendwie mit Stolz tragen, oder? Also erstmal ist das mein Hobby. Ja. Das darf man immer nicht vergessen. Alles hier bekommt ja keiner Geld. Ja. Von den Jungs auch nicht. Also ist das auch sein Hobby. Und wie er damit umgeht, ist doof. Das macht man mit seinem Hobby nicht. Die Leute nicht kommen, oder was? Naja, das macht man doch nicht. Ja. Es geht ja auch um die Gemeinschaft, die anderen leiden darunter, ne? Na klar. Ja. Und ich hau ja meinem Mannschaftskameraden die Füße weg. Die 10, die jetzt da draußen stehen und sich rumquälen. Ja, die genau mit dem Sonntag das was okay. machen. Na klar, ja. Natürlich. Ja. Wenn die das Freitag gewusst hätten, wären sie vielleicht über das Wochenende weggefahren. Man kann es doch nicht einfach vor allem bei dem Wetter. Ja, schade drum. Also ihr seht, Freunde, ne? Wenn ihr da draußen einer der Leute seid, die eure Mannschaft mal sitzen lasst, macht es nicht, ganz ehrlich. Ein Auswechselspieler wäre schon ganz wichtig heute gewesen. Bei dem Wetter, die andere Mannschaft durfte schon durchwechseln und die Jungs spielen mit einem weniger. Wirklich schade. Also Freunde. Anpfiff in Tempelhof. BFC Germania gegen FCK Frohnau. Mein Tipp für heute ist übrigens, es wird ein knackiges 4-4. Und Doppel. Wunderbar. Und lauf doch, mach mir das. Die haben auch alle hinten auf dem Trikot drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, hier FCK Frohnau hat FCK Frohnau drauf. Und schaut euch mal bei ihm jetzt hinten an. Ältester Fußballverein Deutschlands. Ist mal gar nicht so eine schlechte Freistoßposition. Für Frohnau arbeitet trocken. Ihr dürft ja nicht vergessen, Freunde, wir schauen hier Kreisliga B. Es ist 1 über Kreisliga C und das ist das Tiefste. Deswegen freue ich mich eigentlich, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Einfach natürlich nicht für den Verein. Ja, das ist natürlich schade, dass bei so einem geschichtsträchtigen Verein so Schwierigkeiten besteht, sag ich mal, Spieler zu finden, die dann auch zum Spiel kommen, ja. Weil der schon so lange existiert, aber erfolgreich ist er halt leider nicht. Die Frage ist halt leider natürlich dann auch, warum. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Schade drum auf jeden Fall. Sehr, sehr schade. Es bahnt sich leider kein unbedingt Unentschieden an. Die Jungs kommen bisher wirklich leider nicht aus der eigenen Hälfte raus. Das ist wirklich ein Handballspiel bisher. Aber ich bin mal gespannt, was so weiter passiert. Oh, Jungs, ihr müsst hinten raus. Ihr müsst hinten raus. Ihr müsst hinten raus. Jetzt gibt's Ecke. Es ist schon ganz anderes Feeling hier, als ich beim schlechtesten Verein war. Hier ist irgendwie, finde ich, nicht so viel Power, nicht so viel Stimmung. So, der andere war zwar der schlechteste Fußballverein, aber um jetzt mal meine Meinung einfach hier ganz objektiv einfließen zu lassen, hat sich dort familiärer angefühlt, mehr Zusammenhalt, nicht so schlimm, wenn man verliert. Ich weiß nicht, ob ich es gerade hundertprozentig mit drauf hatte. Es ist so hell, ich sehe mein Handy-Display kaum. Aber es war offensichtlich ein Tor für Frohnau. 1-0 Frohnau. Schon wieder die Mitte so offen. Oi, 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 oi. Boah, lecco mio. Und da ist es. Das 2-0 für FCK, baby. Ist irgendwie komisch, ich weiß nicht. Und wie ihr seht, das sieht hier wirklich gar nicht gut aus für den Verein. Ich erzähle euch nochmal kurz was über die Geschichte nach ihrer ersten und auch einzigen Meisterschaft. Bis heute ungefähr. Früher war sogar Kronprinz Wilhelm hier zu Gast bei einem Spiel gegen eine englische Mannschaft. Heute beim Heimspiel hingegen fast nur Auswärtsfans. Und natürlich Heinz Dieter. Der hat uns noch eine kleine Führung durch das Vereinsheim gegeben, wo man viele alte Pokale sehen konnte und auch Auszeichnungen zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Über die Jahre hinweg konnte sich der BFC Germania leider nie wieder zu seiner alten Stärke vor 1900 zurückkämpfen. Ja, das ist auch schon echt lange her. Erst wirklich in den Nullerjahren stieg ein neuer Sponsor in das Projekt ein. Die Folge waren auch 2 Aufstiege bis kurz vor in die Oberliga. Aber der scheiterte dann. Die Mannschaft war so teuer wie eine Regionalmannschaft. Aber sie spielten eben nicht in der Regionalliga. Wer soll das bezahlen? Tschüssikowski, Sponsor weg, Manager weg. 4-mal in 4 Jahren abgestiegen und heute sind sie wieder in Kreisliga B. Jetzt gibt's Würstchen, Freunde, die werden ja auch, der Grill ist angeschmissen. Dann holen wir uns jetzt natürlich auch eine Wurst. Ich habe auch eine. Ja, danke schön. Top. Danke. Was sagst du bisher zum Spiel? Nach den Umständen, die wir vorher hatten, alle gut. Dass überhaupt gespielt wird? Es ist alle gut. Aber einer weniger seid ihr, wa? Ja, einer weniger und der Torwart ist nicht der Torwart. Ach, der Torwart ist nicht der Torwart? Das kommt erschwerend dazu, ja. Ey, du bist gar nicht so kacke. Die ist jetzt auch nicht besonders gut.
Aber guck mal, hier, die Wurst ist an sich nicht so schlecht. Die hat ist halt dieses Geil vom Rand, dass sie so todeskross ist. Aber die Wurst hat jetzt nicht viele Kräuter oder sowas drin, aber die ist nicht schlecht. Mal gucken, was das mit Brötchen sagt. Das ist jetzt richtig heiß. Also, weil die Wurst heißt das. Genau. Schmeckt wirklich eins zu eins, wie immer diese Brötchen schmecken. Ist aber ist trotzdem nicht schlecht, ist aber auch nichts Besonderes. Von mir eine ganz klassische 5 von 10. Der feuert und der macht ihn rein. Zum 4-0. Das dritte haben wir verpasst. Eieieiei. Und da hinten, das ist natürlich tragisch, ja, dass die Bank von Germania komplett leer ist. Aber die Jungs haben auch schon gesagt, heute ist alles anders, weil wir eigentlich dachten, es ist kein Spiel. Da sind viele auch schon gegangen dann wahrscheinlich. Und now ist halt noch full. 12 Sekunden später. So, Freunde. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Mal schauen, was es gibt. Wir haben jetzt ein 4-0. 4-4, mein Tipp ist noch drin. Seit des Jahres. Wäre fast ein Tor gewesen, aber hat keinen Sinn, das erzählen mit dem Abseitsstand. Sprachenlernen, Bubble. Oh, hat ihn. Hey. Er hat ihn, auf jeden Fall hat er ihn. Aber er hat ihn auch gehabt, das ist ja wichtig. Seht, hier wird ganz entspannt gespielt. Hier macht sich keiner von beiden mehr Stress. Das Ding ist halt durch. Es sind 5, 6, 7, 0, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ist natürlich schon schade. In dem Sinne. Aber mit dem Torwart darf man es nicht ansehen, ankreiden. Er ist nicht der Torwart. Deswegen, guck mal, die Jungs lachen nur noch. Die nehmen das trotzdem mit Humor. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist aus. Wir haben hier ein knackiges 7-1. Auf jeden Fall ein Tor, leider nicht mitgekriegt. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis heute, Freunde. Wir haben einen Verein gesehen, der irgendwie in die Brüche geht, leider. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, bewertet gerne das Video. Schreibt mir in die Kommentare, wo ich mal noch besuchen sollte. Und ja, wenn ihr aus der Nähe kommt, vielleicht habt ihr Lust, hier mal hinzukommen und dieses Projekt zu unterstützen.